The Road to Berlin, nennen wir es doch einfach mal so. Viertelfinale im DFB-Pokal, die Mittwochspiele. Und da fangen wir an mit dem Duell der Enttäuschten, nämlich RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Dazu brauchen wir einmal Marcel. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Das ist der erste Enttäuschte. Und dann kommt der zweite, Guido Schäfer aus Leipzig. Hallo Guido. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Achso, du wusstest das vorher. Nee, vielleicht oder dein alter Verein, Mainz 05. Genau, jetzt weiß ich. Genau. Ich bin in Mainz sozialisiert. Also ich habe mich gefreut für die Mainzer. Ich hätte mich allerdings auch für RB Leipzig gefreut. Da waren zwei Herzen in meiner Heldenbrust. Ja, in deiner stolz geschwellten Brust zwei Herzen. Also wir haben hier zwei, die mit schlechter Laune eigentlich unterwegs sind. Aber das hindert uns jetzt nicht daran, das Spiel zu analysieren. RB Leipzig 0-3 gegen Mainz war jetzt eher überraschend, sage ich mal, Guido. Ja, dass es eng werden würde, war für mich, zumindest für mich klar. Also die Mainzer sind momentan top drauf. Die sind körperlich in einem absoluten Top-Zustand. Der Bruce Svensson, der Trainer, gibt ihnen zwei, drei Aufgaben mit ins Spiel. Das ist also nicht so kompliziert, wie die Mainzer spielen, aber das erfüllen sie mit viel, viel Leidenschaft, mit viel Überzeugung. Und sie waren schlicht und ergreifend die bessere Mannschaft. RB hat alles gefehlt. Ich schreibe gerade meinen Sensationstext für die Leipziger Volkszeitung. Da sage ich fehlende Gs, also nicht G-Punkt, sondern Gs, Galligkeit, Gier. Die Grundtugenden waren alle weg, keine Grätschen. Und das war eine völlig verdiente Niederlage, die natürlich total ins Kontor schlägt. Und das ist die erste Krise in der Ägide Marco Rose. Kommen die denn da raus jetzt gegen Borussia Dortmund? Das ist ja heute unsere Frage. Ja, klar. Na klar, die Borussen, mit die werden welchen, mit welchen Mitteln, glaubst du? Ja, also so eine Niederlage, man sagt ja oft, dass die vielleicht heilsame Wirkung hat. Das Gute an dieser Niederlage war, der Marco Rose kann sich jetzt nicht zwei, drei Spiele rauspicken, die schlecht waren, sie waren alle schlecht. Bis auf Torhüter Janis Blaswig, der hat noch eine höhere Niederlage verhindert, war also alles völlig für den Arsch, sagt man bei uns in Mainz. Und insofern setzen die sich zusammen, fahren die Antennen aus. Und jetzt ist ja auch der neue Sportdirektor da, der Ruven Schröder. Der Max Eberl wird ein paar lautere Worte vielleicht wählen. Und im Zusammenspiel dann mit Marco Rose und der Selbstkritik, die ist ja bei RB immer ausgeprägt gewesen, wird man gegen Borussia Dortmund eine ganz andere Mannschaft sehen. Ob das dann reicht, um die Borussen zu schlagen, weiß ich nicht. Marcel, wie sind deine Herangehensweisen an dieses Spiel? Was siehst du da zunächst? Ja, zunächst mal ganz klar meine Aussage, lieber 2-4 gegen die Bayern als 0-3 zu Hause gegen Mainz. Das ist das Erste, was ich sage. Hat Guido auch gehört. Ja, es macht es aber nicht besser. Ja. Es macht es ja nicht besser. Also beide Mannschaften wirklich mit enttäuschenden Leistungen. Deswegen muss ich sagen, ich bin mal gespannt, wer die bessere Reaktion zeigt. Ja, das wird, denke ich, die entscheidende Frage sein, wer die bessere Reaktion zeigen kann, wer das Ganze jetzt auch besser verkraftet hat. Für Dortmund war es ja ein erheblicher Rückschlag im Meisterschaftsrennen, für die Leipziger auch ein großer Rückschlag, wenn es darum geht, unter die ersten vier zu kommen. Ja, auch da haben sie jetzt schon einen kleinen Rückstand sich eingehandelt. Deswegen, das wird die entscheidende Frage sein, gepaart mit der Tatsache, wer bringt den eigenen Fußball mehr auf den Platz. Ja, und ich glaube, dass Leipzig und Dortmund eigentlich vom Naturell aus her schon eher offensive Mannschaften sind, auch wenn Dortmund natürlich wenige Gegentreffer kassiert hat bislang im Kalenderjahr 2023, abgesehen vom gestrigen Spiel. Und wer das besser schafft, der hat auch im Endeffekt bessere Chancen zu gewinnen. Aber ich schließe mich bei einer Sache Guido an, nämlich ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Du hast keine Ahnung, wer gewinnt, aber du hast doch irgendeinen Tipp schon mal für uns. Ja, genau, mein erster Tipp geht in die Richtung, die ich ja gerade schon angedeutet habe. Ich sage, dass Tore fallen werden. Mein erster Tipp ist, dass Tore fallen werden, und zwar über 3 Tore asiatisch. Ja, wer dazu weitere Informationen braucht, kann gerne mal auf unsere Seite schauen, wettbasis.com. Dort haben wir alle diese Wettarten mal genauer erklärt, unter anderem in unserem Lexikon, unser Wettlexikon. Und ich sage einfach, es werden Tore fallen, auch wenn es ein Pokalspiel ist, wo viel auf dem Spiel steht, ja, das Halbfinale. Aber weil, wenn eine Mannschaft eben hinten liegt, muss die andere Mannschaft ins Risiko gehen. Und dazu haben beide Mannschaften einfach zu viel Qualität in der Offensive, als dass das jetzt ein Spiel wird, was 1-0 ausgeht. Kann ich mir nicht vorstellen, deswegen 1,80 über 3 Tore asiatisch. Und asiatisch gehst du auch essen, oder Guido? Nee, eher italienisch. Bei mir ist die Nudel ständig al dente. Ja. Auch das haben wir verstanden. Ja, es
gibt ja nochmal einen Rückblick von mir jetzt. Das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig vor wenigen Wochen im Signal Iduna Park war eines der besten Bundesligaspiele in dieser Saison. Deshalb sage ich, ich freue mich drauf, denn attraktiv kommt diese Begegnung bestimmt daher. Oh. Jetzt, was sollen wir dazu sagen? Ich habe keinen Widerspruch. Pass auf, ich habe gar keinen Widerspruch. Gut, Guido, dann sag mir, warum es attraktiv wird. Ja, das Spiel in Dortmund war wirklich ein sehr, sehr schönes. Also da hat die Borussia, glaube ich, die ersten 30, 35 Minuten RB an die Wand gespielt. Dann war RB Leipzig Herr des Verfahrens und hätte das Spiel zwingenderweise biegen müssen, statt da 2-1 zu verlieren, ist 2-1 ausgegangen. Ja, also die hatten dann Chancen ohne Ende. Momentan fehlt natürlich, gerade jetzt vor dem Spiel im Pokal, fehlt natürlich Christopher Nkungu. Der Marco Rose hatte ja in Dortmund gesagt, komm, wir lassen ihn jetzt mal wieder spielen. Der hatte ja eine langwierige Knieverletzung. Und da stand spitze auf Knopf, kurz vor Schluss. Nkungu hat auch nicht gesagt, dass er raus will. Und dann hat er sich natürlich da eine Muskelverletzung zugezogen. Marco Rose hat dann gesagt, ich bin schuld an der Scheiße. Aber welcher Trainer der Welt wechselt den besten Spieler aus, wenn es kurz vor knapp dann knapper Rückstand ist? Also ich hätte Nkungu auch nicht ausgewechselt. Aber hinterher ist man immer schlauer. Jetzt ist er auch noch nicht fit. Also wenn es jetzt gegen Mainz stand, dann nicht im Kader. Wenn es jetzt gegen Borussia Dortmund am Mittwoch im DFB-Pokalfinale schon geht oder Champions-League-Finale, würde der auflaufen. Da gibt es ein paar Spritzen, ein bisschen Voltaren, dann könnte der spielen. Aber so kann ich mir es nicht vorstellen. Vielleicht ein Teileinsatz, aber er ist kein Faktor an diesem Mittwoch, leider Gottes. Und die Unterschiedsspieler gehen RB Leipzig aus und sie fehlen für, meiner Meinung nach denen viel mehr als den Bayern oder auch Borussia Dortmund. Ohne Nkungu und ohne auch Dani Olmo, der längst nicht in Form ist. Da fehlt bei RB sehr, sehr viel, sehr, sehr viel. Also die haben Lösungen gegen tiefstehende Mannschaften, haben sie ohne diese beiden Spieler fast gar keine. Gut, dann sehe ich dich jetzt eher pessimistisch unterwegs. Kann ich das so zusammenfassen? Nein, das überhaupt nicht. Also die sitzen ja jetzt gerade zusammen, während ich hier meinen zweiten Espresso trinke und reden miteinander. Also die Jungs, wie gesagt, der Marco Rose ist selbstkritisch, der Eberl sowieso, auch der Ruven Schröder und die Mannschaft auch, die reden jetzt miteinander. Das ist vielleicht eine Kopffrage. Also gestern, also beim Spiel gegen Mainz, hatte man den Eindruck, dass die ganze Nacht durchgesoffen haben, die Jungs von RB Leipzig. Also schwere Beine, dicker Kopf, überhaupt keine Spritzigkeit, kein Tempo. Also Mainz 05 wurde vor gar keine Probleme gestellt. Wir wurden 0,0 gestresst und da muss man halt fragen, so kaputt können die ja alle gar nicht sein. Mainzer Spieler waren ja auch zu Länderspielen. Also dann ist vielleicht der Kopf ein bisschen leer und der Marco Rose wird dieses Problem lösen und vor 400.000 Zuschauern in Leipzig gegen Borussia Dortmund wird das natürlich ein geiles Spiel und eine ganz andere Herangehensweise von beiden Mannschaften. Also wer da nicht rennt und eine Rakete im Hintern hat, der soll wirklich einen Beruf wechseln. So, du wirst einer sein von den 400.000 Zuschauern. Wir haben auch ganz viele Zuschauer, die frage ich natürlich an dieser Stelle, wie denkt ihr über dieses Spiel? Danke Guido und Marcel, wie sieht dein zweiter Tipp aus oder hast du noch Ergänzungen zu unserer Diskussion? Nein, Ergänzung habe ich in der Form nicht. Ich will vielleicht auch noch mal kurz was zu Unterschiedsspielern beim BVB sagen, denn da sind ja momentan oder vorrangig eigentlich einer, muss man sagen, der über sich hinauswächst und das ist Emre Can. Ja, also der wurde ja bei der Nationalmannschaft schon in den Himmel gelobt, als er reinkam gegen Belgien. Also so ein bisschen der aggressive, emotional Leader war dieser Mannschaft. Und auch bei Dortmund muss ich sagen, ein Spieler, der fußballerisch limitiert ist, 100%, den ich auch nicht gerne im Aufbauspiel sehe. Er lässt sich ja gerne mal zwischen die beiden Innenverteidiger reinfallen und versucht, das Spiel aufzubauen. Das mag ich nicht wirklich, aber gegen den Ball ist Emre Can momentan vielleicht einer der besten Spieler, einer der besten Sechser, die der deutsche Fußball zu bieten hat. Und der andere, den ich tatsächlich momentan für ein bisschen unterschätzt halte, ist Daniel Malen. Ja, auch gestern wieder mit einem sehr sehenswerten Treffer, wobei ich da sage, ja, so ein bisschen Mitschuld, glaube ich, kann man Jan Sommer doch geben. Ja, war ja nicht sonderlich schnell der Ball, auch wenn die Sicht vielleicht verdeckt ist. Aber Daniel Malen hat sich gesteigert im Vergleich zur Hinrunde, im Vergleich zum Jahr 2022. Ist jetzt ein bisschen effektiver geworden, dass er eine brutale Geschwindigkeit hat, auch einen brutalen Torabschluss hat. Das wussten wir ja schon, aber jetzt bringt das auch besser in die Spur. Ja, er bringt es einfach auch Woche für Woche jetzt besser auf den Platz. Und deswegen sind das mal so die beiden Unterschiedsspieler beim BVB. Bei Malen bin ich mir nicht mal sicher, dass er von Anfang an spielen wird. Ich glaube, dass Terzic wieder auf Alea an der Spitze setzt, wobei ich da ein bisschen skeptisch bin, denn Alea ist eben noch nicht, längst nicht in der Form vergangener Tage, was ja auch logischerweise verständlich ist.
Und deswegen sage ich unter dem Strich dennoch, dass mein zweiter Tipp in die ähnliche Richtung geht wie mein erster Tipp. Ja, ich habe den ersten Tipp gesagt, es fallen Tore. Und mein zweiter Tipp lautet, beide Mannschaften treffen in der zweiten Halbzeit. Ja, den gleichen Tipp habe ich auch gestern beim Topspiel Bayern gegen Dortmund genannt. Auch da wäre er richtig gewesen. Und die Quote von 2,50 ist meiner Meinung nach einfach zu hoch, als dass man sie nicht hätte anspielen können, weil, und da komme ich nochmal zu der Sensation oder zu der Krux eines Pokalwettbewerbs. Wenn eine Mannschaft in Führung geht, muss die andere Mannschaft natürlich dementsprechend ins Risiko gehen. Daraufhin kommt die andere Mannschaft wieder zu Kontersituationen und deswegen werden Tore fallen, vermutlich auch in der zweiten Halbzeit. Und diese 2,50 für Torerfolge beider Mannschaften in der zweiten Halbzeit, die gebe ich ganz gerne nochmal zum Besten. Sehr gerne. Und wenn ihr auch nur das Beste für euch wollt, zum Beispiel Cash, dann haben wir hier einen richtig guten Vorschlag. Und jetzt kommen wir zu zwei Traditionsvereinen, die aktuell beide aber in der Krise stecken. Die einen in der zweiten Liga, die anderen noch in der ersten Liga, nämlich der Club, der 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart, der Club, der ja unter Hans Meyer vor nicht allzu langer Zeit, sagen wir es mal so, noch Pokalsieger geworden ist. Ja, das ist das Duell, was zwei Teams beinhaltet, die man im Moment mit ganz anderen Sorgen sieht als ein DFB-Pokal-Viertelfinale. Marcel. Vielleicht aber auch als willkommene Abwechslung, als willkommene Gelegenheit, mal so ein bisschen dem Alltagsfrust zu entgehen. Natürlich eine große Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Und ja, die wahrscheinlich wichtigste Frage, die wir heute am Sonntagmorgen noch gar nicht beantworten können, ist, wird Bruno Labbadia auf der Bank sitzen? Ja, also Medienberichten zufolge steht er wirklich kurz vor dem Rauswurf. Und Ja. das wäre auch der nachvollziehbare Schritt, Carsten. Deswegen, ich gehe davon aus, dass das auch passieren wird. Als Nachfolger wird ja auch schon jemand gehandelt, Markus Gisdol, der zuletzt auch mal bei Hoffenheim gehandelt wurde. Auch ein Trainer mit Erfahrung, der jetzt auch bei einigen Stationen vielleicht nicht diesen durchschlagenden Erfolg hatte, aber natürlich jemand, der eben diese Erfahrung mitbringt, die es vielleicht dann auch braucht im Abstiegskampf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Labbadia entlassen wird, dass Gisdol schon am Mittwochabend auf der Bank sitzen wird. Und umso überraschter oder vielleicht, ja, vielleicht auch gerade deswegen bin ich so überrascht, dass Stuttgart hier als recht klarer Favorit gehandelt wird gegen Nürnberg. Ja, und das sehe ich in der Form nicht, weil wir sprechen bei Stuttgart über eine Mannschaft, die jetzt wirklich nicht viel gewonnen hat im Kalenderjahr 2023, einen einzigen Sieg nur geholt hat und dazu noch auswärts ran muss. Ja, und der Fokus muss natürlich auf der Bundesliga liegen. Deswegen wäre ich da nicht so d'accord mit den Buchmachern, die sagen, dass Stuttgart klarer Favorit ist. Wenngleich man auch hier sagen muss, Carsten, Nürnberg ist natürlich nicht viel besser. Aber Nürnberg hat zumindest eins, zu Hause deutlich bessere Leistungen zuletzt gezeigt als in der Fremde. Ja, sie haben ja unter anderem auch dreimal hintereinander 1-0 gewonnen gehabt vor heimischer Kulisse. Deswegen unter Dieter Hecking haben sie sich stabilisiert. Und deswegen haue ich meinen ersten Tipp hier mal raus. Und der heißt unter 2,5 Tore nach 90 Minuten. Also maximal zwei Treffer in der regulären Spielzeit, weil ich mir einfach aufgrund der Tatsache, dass zwei verunsicherte Mannschaften aufeinandertreffen, nicht vorstellen kann, dass es ein Hin und Her geben wird, einen munteren Schlagabtausch geben wird, sondern eher ein zähes, relativ chancenarmes Spiel. Und dafür gibt es dann eine respektable Quote von 1,85. Ja, jetzt hat der VfB Stuttgart auch Pokalerfolge in seiner Vereinshistorie, unter anderem ja mit dem Coach Joachim Löw, der später dann Nationaltrainer wurde. Es ist, wie du sagst, vielleicht eine willkommene Abwechslung, aber, und das ist jetzt mein Hinweis, sind die nicht auch mit anderen Dingen gerade unterwegs? Soll heißen, die Angst abzusteigen könnte ja auch auf dieses Spiel großen Einfluss haben. Ja, und da glaube ich, kommt wieder die Personalie Trainer ins Spiel. Ich sage, hast du einen neuen Trainer bis Mittwochabend, der dir vielleicht so ein bisschen auch mit Einzelgesprächen, mit einer guten Vorstellung an die Mannschaft, dir klar machen kann, dass es einfach eine große Chance ist, ins DFB-Pokal-Halbfinale einzuziehen, um auch dann in der Liga vielleicht wieder mit mehr Selbstvertrauen zu spielen? Wenn das ein Trainer schafft, dann ist schon viel geholfen damit, weil ich persönlich glaube, wenn du auf dem Platz stehst, wenn das Flutlicht angeht, wenn du um was spielst, ja, und halt Pokal-Halbfinale ist natürlich eine super Sache, dann interessiert dich in dem Moment erstmal gar nicht groß, was gerade in der Liga passiert, sondern für dich geht es nur darum, das Spiel Nein, zu nur du gewinnen, hast ja, 90. du hast ja nicht das Selbstvertrauen. Verstehst du? Das meine ich. Dass das eine Möglichkeit ist, ja, aber du siehst immer, in den Ligaspielen läuft es nicht und hast dann eben auch wenig Zutrauen in die eigene Leistung.
Ja, gebe ich dir zu einem gewissen Teil recht, aber dann argumentiere ich mal damit, Chelsea hatte auch null Selbstvertrauen aus der Liga, ja, Ja. aber sie hatten einfach die Qualität, dann Dortmund in zwei Spielen komplett ja, über den Zaun zu spielen, muss man ganz klar so sagen. Deswegen, ich glaube, weil dann eben die Qualität vielleicht auch entscheidet, wenn zwei sich verunsichernde Mannschaften gegenüberstehen, zwei wenig selbstbewusste Mannschaften sich gegenüberstehen. Und deswegen geht meine Tendenz vielleicht doch eher in Richtung Stuttgart, die natürlich ein bisschen mehr individuelle Qualität zu bieten haben und eben auch im Pokal jetzt des Öfteren gezeigt haben, der laufenden Saison, dass sie eben da nochmal ein, zwei Schippen drauflegen können. Und deswegen lautet mein zweiter Tipp zu einer Quote von 1,62 x2. Also Stuttgart verliert nach regulärer Spielzeit nicht. Und das Ganze in Kombination mit dem unter 3,5, denn auch hier nochmal der Ansatz, viele Tore werden am Mittwochabend zwischen diesen beiden Mannschaften meiner Meinung nach 90 Minuten nicht fallen. Wenn ihr ein Bundesliga-Trikot haben wollt, benötigt, habe ich hier eine wunderbare Idee für euch, nämlich bei uns könnt ihr das gewinnen auf der Wettbasis bei Instagram. Wettbasis-de, die Seite liken, den Post liken, an zwei Freunde taggen und das Ganze in der eigenen Story posten. So, und hier die Tipps der Mittwochsspiele im DFB-Viertelfinale. Und nicht vergessen, wir haben auch noch eine kleine Sendung mit internationalen Spielen, die in dieser Woche stattfinden. Bis dahin, viel Erfolg, eine schöne Woche.